Sonne geht auf über der ostwestfälischen Provinz. Wie ein entwickelter Kettenstrang schlängelt sich die Parder durch das fruchtbare Tal. An ihren Ufern gedeihen die Pflanzen und auch die Tierwelt ist nicht fern. Wir haben großes Glück und entdecken eine für ausgestorben gehaltene Spezies. Ein Parderbär. Vielleicht der letzte seiner Art. Mein Kamerateam und ich nähern uns vorsichtig, um das scheue Tier nicht zu verschrecken. Na, was haben wir denn da? Kommt mal näher ran, kommt mal näher ran. Was wir hier haben, ist ein sogenannter Parderbär. Wahrscheinlich das letzte Exemplar dieser Spezies. Mit seinen starken Armen kann er sogenannte Vollstabpompen, die bis zu 2 Kilogramm wiegen, tragen. Damit begibt er sich auf die Jagd nach Maulwürfen, die seine Lieblingsspeise bieten. Nach einem langen Winterschlaf hat unser Parderbär reichlich Hunger, den er auf der Jagd stillt. Es scheint so, als hätte er eine Fährte aufgenommen. Vorsichtig untersucht er den Bau seiner Beute, um dann blitzartig zuzuschlagen. Wir haben hier übrigens es mit einem ganz prächtigen männlichen Exemplar zu tun. Das Männchen erkennt man beim Parderbär an der charakterischen Wölbung des Bauches, der sogenannten Plauze. Der Parderbär hat keine natürlichen Feinde. Doch durch die Carbonrevolution und den damit verbundenen Ausbau von landwirtschaftlichen Flächen durch Bauern wird der Lebensraum dieses edlen Tieres immer weiter vermindert. Der Parderbär erreicht eine Höhe von bis zu 1,70 Meter und eine Länge von ungefähr 2,50 Meter von Pompenspitze bis zum Schwanz. Nanu, da klingelt ja meine Jaggertasse. Hallo, wer da? Ja. Hallo Max, hier ist der Nikola, ne? Du hast mir Zugtickets nach Osnabrück geschickt. Was soll ich denn mit denen? Ja, Nikolai, stell keine dummen Fragen, bring deine Pompen mit und ich kümmere mich einfach um den Rest. Gut, okay. Dann machen wir das so. Ja, Bussi! Hier ist das erste deutsche Jugger mit der Juggershow. Heute vegan. 90% Lauch und 10% Kartoffel. Hallo und willkommen zurück zur Juggershow für den März 2021. Wir beginnen die Sendung mit einem Überblick über Podcast-Veröffentlichungen mit Juggerbezug. Der Begriff Pompe, beschreibt er einen Gegenstand, den normale Menschen bei sich zu Hause haben? Nee, würde ich nicht sagen. Ein Lehrstück der subversiven Gorilla-Jugger-Propaganda lässt sich im Podcast ohne richtigen Namen nachhören. Patrick Cordes stellt den Moderatoren des beliebten Podcasts in Folge 109 die Frage, was denn eine Pompe sei. Los, mit dem Rätsel geht es ab Minute 63. Was zum Fassen? Ein Haltefest! Damit kann es schlagen, ein gefährliches Tier, ein Tier mit Pompe! Pompen und Trompeten sind zurück, der beste Jugger-Podcast aus Osnabrück. Osnabrück? Das ganz große Glück mit dir im Zug nach Osnabrück. Nach einem intensiven 2-jährigen Findungsprozess sind nun die Boys mit den Jugger Toys nun back. In gewohnter Manier reden Niki und Matteo darüber, dass sie über Jugger reden. Schön, dass ihr zurück seid, Jungs. Der Randsportarten-Podcast The Oho hat Ruben Uhu Wickenhäuser eingeladen, um mit dem Jugger-Veteran über unseren Lieblingssport zu sprechen. Und nun zum Sport. Der 4. Württemberger Cup musste von den Veranstaltern NLG nach hinten verschoben werden. Grund dafür. Das ist der Grund. Ich jetzt mal Dieter. Grund dafür ist die anhaltende Corona-Pandemie. Der vorläufige Termin ist der 8. Mai 2021. Das ist der Grund, warum ich weiter mit einem Q-Tip nur mich selber haue. Jetzt mal Dieter. Das ist der Grund, warum Q-Tip in Deutschland beliebt ist, weil er zu 90% aus Carbon besteht. Auch die Turniere Chuck on the Beach, das 7. Südwestregionalturnier und die 14. Saarländische Meisterschaft wurden auf einen späteren Termin verschoben. Für eine Übersicht der Turniere hat der erste Sportclub Saarpfalz e.V. eine Corona-Ampel eingerichtet. Dann drücke ich doch schon mal auf grün. Am 21. März ging die Regelabstimmung zu Ende.
war gut, der war schlecht, der war gut. Wer legt das denn fest, was richtig ist? Beim Fußball weiß man falsch, beim Tennis weiß man aus. Das ist alles eine Erfahrungssache. Kurz zuvor hatten die Peters Pons in Zusammenarbeit mit dem Lab- und Quidditch-Verein München versucht, mit dem Regelhasen Lapi für die Ablehnung bestimmter Abstimmungspunkte zu werben. Das Quorum wurde erfüllt und es kam zu folgenden Regeländerungen. Lapi, wenn ich dich bitten darf. Lapi stellt die angenommenen Abstimmungspunkte der Regelwahl vor. Der Jug ist zwischen 20 und 25 cm lang und hat ein Gewicht von 200 bis 300 Gramm. Der Durchmesser der Mahlbasis wurde von ca. 50 auf mindestens 30 cm angepasst. Ferner hat es eine Tiefe von 20 cm. Kniende Schildspinne knien regelkonform ab, wenn ein beliebiger Teil des Schildes den Boden berührt. Kurzpumpen werden weiterhin gültig geführt, wenn ein Teil der Hand die Grifffläche berührt. Das Regelwerk wird in gendergerechter Sprache mit Hilfe des Gendersterns verfasst. Und die drei Regelhütenden Jens, Manu und Pete wurden in ihren Ämtern bestätigt. Danke, Lapi. Der Ablauf der Wahlen und die geringe Beteiligung im Forum wurden dann in den einschlägigen Jugger-Gruppen heiß diskutiert. Zusammen mit der Regelabstimmung fand auch die Gremiumswahl statt. Alle 7 Städte, die zur Wahl standen, haben auch einen Platz im Gremium bekommen. Glückwunsch! Außerdem wurde der Austragungsort für die Deutsche Meisterschaft für dieses Jahr dem Juggerverein Laufen e.V. zugesprochen. Während die Regelabstimmungen noch heiß diskutiert wurden, hat Jan Ace Schlieb der Turniere.jugger.org-Seite einen neuen Anstrich gegeben. Trotz der Modernisierung bleibt der GfK-Scham erhalten. Die Arbeitsgruppe der Verbandsgründung hat ihre Vision eines Verbands in einem 3-Säulen-Modell vorgestellt. 3 Säulen, Q-Tip, Stab und Langpompe? Ich stehe auf diesem PowerPoint 2000-Look. Um den Internationalen Frauentag zu feiern, stellte die Fédération Espagnole de Jugger ein Video mit Clips von Jugger-Spielerinnen zusammen. 8 Tage später veröffentlichte Adam Anderson in der Jugger Worldwide-Gruppe einen ähnlichen Zusammenschnitt von australischen Jugger-Spielerinnen. Auch wenn Jugger ein gemischgeschlechtlicher Sport ist, sind Frauen immer noch nicht gleichberechtigt. Sie haben typischerweise einen geringeren Spielanteil, werden gegen vermeintlich schwache GegnerInnen aufgestellt und ihre Leistungen werden häufig unterschätzt. Die Redaktion der Juggershow möchte die Gelegenheit nutzen, um die Vorurteile, die zu diesen Entscheidungen führen, zu widerlegen. Dafür haben wir ebenfalls eine Highlight-Collage geschnitten, aus dem wir nun einen Ausschnitt zeigen. Das vollständige Video wird auch zusätzlich auf diesen Channel hochgeladen. Film ab! Hülsenfrüchte-Huldiger mit Kuschelfaktor 10, Eberhard, spielt in der Jugger-Verfilmung von Georg Büchners Wojciech die Hauptrolle als tragischer Titelheld Wojciech. Simbas Freunde, und ein bisschen verwirrt, so viele Anführungsstrichen, haben mir gesagt, das Video sei lustig. Nikolai, den Gag verstehen nur 8 Leute. So wie Wojciech. Und nun eine Programmempfehlung von den MacherInnen von Erfolgssendungen wie Bauer sucht Q-Tip und Peters Next Top-Bauer, kommt jetzt der nächste Quotenschlager. Das One-Hour-Bauer-Hour ist eine Call-In-Show, bei denen Zuschauenden ihren Lieblingsbauern Fragen live on air stellen können. Die Sendung läuft am 9. April ab 20 Uhr auf diesem Kanal. Egal ob Taktik oder Tratsch, ihr könnt anonym Fragen über Telonym stellen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Oder schreibt sie einfach in die Kommentare. Damit findet nun auch die Jugger-Show ein Ende. Ich wünsche euch frohe Ostern und einen schönen April.